Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge in Vermin Teil 2. Und bevor wir starten, gucken wir mal, ob es oben einen Amboss gibt. Was gibt's da? Da gibt's einen random Waffenwechsel, okay. Das heißt, wir nehmen das hier mit. Bitte was Gutes und... Ah, Doppel, ja, ist in Ordnung. Ah, wir sind jetzt ganz, ganz schlecht gegen Eliten. Oh, verdammt. Also gegen hier Stormwormen und so sind wir jetzt nicht mehr so gut unterwegs. Ist aber halt so. Ist halt so. Wir haben jetzt nur noch... Oh, das ist nicht so toll. Aber immerhin sind wir ganz okay mit... Ja, gegen die Kleinen aufgestellt. Da können wir wenigstens so ein bisschen mehr im Nahkampf kämpfen gegen die ganzen Kleinen. Und wir haben ja auch noch Walls Tempo, da bin ich mal gespannt. Immerhin bekommen wir relativ viel kritische Kraft durch die Doppelschwerter. Also weil wir 20% nochmal extra haben. So, Walls Tempo macht natürlich uns noch ein bisschen schneller, glaube ich. Oder war das kritische, die wir mehr bekommen? Ich muss gleich nochmal gucken dann. So. Ja, das war kritische Treffer, oder? Ja, kritische Treffer waren das. Das können wir sogar nutzen, indem wir hier die hier alle so wegholen, so gut es geht. Kritische Chance aufrechterhalten. Und dann können wir mit einem Hackbang ein bisschen hier rein. Ist auch gut, dass wir gerade Leben verlieren, weil irgendjemand von uns den Mates ganz hart getroffen wird. So, schön hier rein damit. Das hier abblocken und dann hier schön mit schweren Angriffen rein. Dauert sowieso Ewigkeiten, bis wir die wegholen. Okay, gut, die sind weg. Sehr nice. Ja, ich habe damals mit dem Doppelschwert dann sehr viel gespielt. Fand die damals sehr, sehr nice. Aber seitdem ich über Legende auf Kataklysmus sehr, sehr viel spiele, merkt man halt schon extrem, wie schlecht die eigentlich sind. Sehr, sehr schlecht. Also, schlecht gegen Panzerung. Alles, was gepanzert ist, ist halt so meh. Da sind die hier ziemlich, ziemlich kacke gegen. Wir brauchen ganz, ganz viele Treffer, um Chaos-Warrior wegzuholen, wenn wir Kopfschüsse machen und so. Immer noch viel, viel, also viel zu viele, aber naja. Es ist, wie es ist. Können wir nicht ändern. So. Ich hoffe, das reicht. Okay, sieht gut aus. Dann holen wir nochmal die hier so gut, das geht so weg. So, noch einen weiteren hier. So, hier ist noch ein Assassiner. Pass mal auf, dass wir den hier wegholen. So, dann muss ich mal die hier wegholen. Sehr nice. Wir können uns ein... Oh, ich wollte noch ein Bier mitnehmen, aber jetzt haben wir hier Dingens mitgeholt, das andere. So, ich werde den Ult mal aufheben für gleich. Für die, eine der letzten Wellen dann. So, irgendwo Gasratte höre ich schon. Aber ich sehe hier noch keine. Ja, Salty kriegen wir so auch hoch. Jetzt stehen wir halt in der Ecke hier, das ist nicht so schön. Zwei Feuerratten haben wir gerade weggeholt. Assassinen haben wir weggeholt. Noch ein Assassinen haben wir weggeholt, sehr nice. Irgendwo ist noch eine Hookratte. Ich bin mir nicht so sicher, wo genau. Ich versuche mal, Salty ein bisschen zu schützen und mir die Bombe hier zu krallen. Uiuiui. Hier gibt es relativ viel Alkohol. So. Wir geben jetzt mal den Heiltrank an Victor weiter. Dann kann er den auch ein bisschen dupen. Oder einfach direkt trinken. Das ist auch in Ordnung. So. Okay. Ja, ich gehe wieder meine Lieblingseck, würde ich sagen. Das ist ganz, ganz gut. Ja, das Victor gerade getrunken hat, war nicht so eine tolle Idee. Aber naja, es passt schon. Wir schaffen das hier schon irgendwie. Gut, wir stehen hier hinten, weil schöne Ecke. Oh, Gruber können wir auf jeden Fall hochholen. Gerade hat hier unser random Gruber verlassen. Ist natürlich schade, dass er das ganze Zeug mitgenommen hat. Aber naja, es ist, wie es ist. Können wir nicht ändern. So, irgendwo ist ein Globadier. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, da war der. Wir sind auch eigentlich so immun gegen Gas. Wir können einfach hier drinnen stehen. So. Zwei Rattlings waren da oben. Okay, das ist interessant. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden wir auch einstecken.
Wir kriegen jetzt von jedem von unseren Mates halt hier so gut wie allen Schaden ab. So. Schön hier reinschießen, um dich hier schön zu ärgern. So, können wir hier ein bisschen helfen? Ja, wir können Victor hier hochbekommen, das ist gut. Sehr nice, sehr nice. Munition sind wir sogar voll. Das ist auch sehr, sehr nice. Aber ich weiß nicht, ob wir hier mit Walls Tempo wirklich so extrem gut durch... Also das so gut switchen können. Unsere kritische Chance hochdrücken und dann zur Hackbane gut wechseln. Naja, das sehen wir jetzt gerade nicht mehr. Jetzt ist es gerade vorbei. Aber das wird schon. Nicht wahr? Das wird schon irgendwie. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen Trank. Ich würde Prophetic Strike gern nochmal ein bisschen behalten. Aber... Doch, da ist ein Trank. Irgendjemand möchte den hier? Endlosbomben? Gruber, willst du den nehmen? Hat ihn direkt an Salty weitergegeben. Gut, gut. Ich bleib ganz gerne in der Ecke hier stehen. Obwohl, hinten, wo Gruber wäre, vielleicht auch gar nicht so schlecht, die Ecke. Aber dafür ist jetzt zu spät. Jetzt müssen wir hier ein bisschen so halten. So. Wir holen uns auf jeden Fall mal temporäres Leben hier durch die zurück. Gleich holen wir uns hier Walls Tempo auch relativ hoch. Wir sind schon bei 10, sehr nice. Dann müssen wir uns hier mal ein bisschen durchdrücken. Okay, sehr nice, haben wir weggeholt. So, Kuba, nimm du den mal bitte mit, den Endlos-Bomben-Trank. Den brauchen wir vielleicht gleich. Und ich versuche Hackbane jetzt bis zu den Monstern zu sparen. Solange wir alles hier wegholen können, das ist, glaube ich, ganz gut. Wir müssen uns ein bisschen auf die hier fokussieren. Okay, wir konnten nochmal gerade hier gut blocken, das ist sehr schön. Okay, die Bombe hat hier einiges weggeholt. So, wir müssen den hier so wegholen. Und wir laufen mal ein bisschen nach hier hinten, würde ich sagen. So, Schattengestalt, erbarmungslos, vampirartig. Alles nicht so schön. Aber naja, das müssen wir halt irgendwie so schaffen. Okay, ist jetzt alles nicht so schön hier. Und ich kann Kuba gerade ja auch nicht holen. Ist natürlich nicht so schön. So, wir haben zwei verloren. Wir müssen jetzt irgendwo uns hier durcharbeiten. So. Hinter uns ist der Mino. Ne, nicht ganz hinter uns, hinter Victor. Ist aber auch nicht schön. Und Doppelschwerter ist natürlich auch nicht schön zu haben. Das heißt, wir bleiben hier so stehen und arbeiten uns jetzt hier ganz langsam nach hinten durch. Weichen dem hier mal aus und gehen jetzt mal hier wieder zurück. Wir haben halt auch irgendwie nichts, was uns hier Dingens gibt. Wie heißt so schön? Gedöns hier gibt. Wir können den Zwerg hier nicht holen. Der steht zu kacke da. Wir müssen Kuba holen. Tut mir leid. Und wir müssen dem hier erstmal ausweichen. So, okay, Kuba, komm schon. Okay, wir haben Kuba bekommen, sehr nice. Kuba hat ihn auf sich aufmerksam gemacht. Wir arbeiten uns hier raus. Okay, so viel dazu. So viel dazu. Wir versuchen jetzt hier runterzuschießen, oder? Versuchen wir. Aber wir müssen die hier abwarten, die Bombe. Das ist wichtig. Denn wir werfen die Bombe jetzt da, wo unser Zwerg ist, hin. Und dann machen wir das schon irgendwie. So, Bombe hier hin. Ah, natürlich. Weil wir Dingens haben. Bouncing Arrows fliegen unsere Bomben einfach weg. Okay. Kuba ist wegen Dingens. Okay, das ist ja nice. Das ist echt ziemlich nice. Aber wir haben hier einen Dingens dabei, einen Huntsman. Vielleicht kann der ein bisschen helfen. Okay. Wir können ja nicht mehr helfen. Kuba, du schaffst das. Ich glaube an dich. Oh, wir sehen hier gerade... Ah, okay, so viel dazu. Da kann Kuba jetzt nicht mehr helfen. Ja, wären wir vielleicht nicht weggeflogen, hätten wir vielleicht noch ein bisschen überleben können. Aber, naja.
Oh, die Mogrims-Bombe, dass die auch noch abprallt. Ich wusste, dass es den Bug gibt, aber ich dachte nicht mehr, dass der immer noch drinne ist. Das ist ja echt amüsant. Das müssen wir irgendwann anders nochmal ausprobieren. Und wir müssen auch darauf achten, dass wir die Bombe dann nicht so werfen, dass sie hier irgendwie wieder abprallt. Ja, Zwerg retten, Bombe hinwerfen, oh, hat nicht so wirklich geklappt. Aber trotzdem war eine ganz lustige hier Aufnahmesession, muss ich sagen. Hatte ihre Hochs und Tiefs. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann nämlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, tschüss.